Du, Tanja, was bedeutet eigentlich für dich Kultur? Kultur, das bedeutet für mich Theater, Kunst, Musik, und Kultur fördert das Miteinander in einer Stadt. Haben wir denn eine gute Kulturszene hier in Mettmann? Ja, absolut. Ich finde, dass sich in den letzten Jahren eine sehr lebendige Kulturszene hier in Mettmann entwickelt hat. Abseits der Stadthalle, das ist eher so das negative Kapitel. Aber wir haben doch das Kunsthaus, wir haben die Kulturvilla, wir haben das Kino, wo Live-Übertragungen von großen Konzerten stattfinden, die Musikschule und die zahlreichen Feste und Festivals. Also, ich finde, eine absolut lebendige, tolle Kulturszene. Philipp, meinst du, die Bürgermeisterkandidaten sind der gleichen Meinung wie du? Das weiß ich nicht, weil das ist bei den letzten Diskussionsveranstaltungen, wo die Bürgermeisterkandidaten befragt worden sind, immer so ein bisschen zu kurz gekommen. Ich finde das sehr spannend zu wissen, was sie über die Kulturszene denken, ob sie Zukunftspläne für die Kulturszene haben, ob die Kulturszene gefördert werden sollte. Das fände ich sehr spannend. Ich finde, wir sollten sie fragen. Das haben wir doch längst vorbereitet. Und zwar gibt es am 7. September um 19 Uhr in der Kulturvilla eine Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten. Genau zu diesem Thema, Kultur. Philipp, was machen wir denn mit den Menschen, die Corona-bedingt nicht vor Ort sein wollen? Da haben wir doch auch längst vorgesorgt. Und zwar wird es einen Livestream geben, der über den Facebook- und YouTube-Kanal der Kulturvilla zu finden ist. Wir freuen uns auf euch. Absolut. Tschüss. Tschüss.